Let's start again. Moin ihr Zwerster und Zwersterinnen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Empire. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Liebe Freunde, bevor ich hier richtig loslege, möchte ich ganz kurz nochmal dran erinnern. Auf unserem Minecraft Legends Server gibt es momentan das 24-Stunden-Probezeitsystem. Einfach auf unsere Internetseite gehen, Link befindet sich ganz oben in der Videobeschreibung. Da könnt ihr unter Shop dann 24 Stunden lang gratis auf dem Server quasi spielen, das aktivieren für euch und könnt den Server gerne mal austesten. Ich kann es nur empfehlen und ich würde sagen, wir legen mal richtig los jetzt hier. Ach Leute, ey, ich habe so lange nach diesem Buch gesucht, wirklich jetzt. Also ich habe echt keinen Plan. Ich habe hier alles durchsucht, selbst hier unten in diesen Tavernen. Ich habe mit den Leuten geredet, davon will eh keiner mit mir reden. Die sind irgendwie alle sehr, sehr eigenartig. Aber ich habe hier oben einfach nichts gefunden. Ich bin hier die ganze Zeit diese Bibliothek durchgegangen und ich konnte hier nichts finden. Ich habe mir mal überlegt, vielleicht kann ich mal in den oberen Vierteln nochmal der Stadt gehen und finde da vielleicht irgendwas, ja. Selbst hier, also hier ist nirgendwo was, Leute, hier ist nichts. Keine Ahnung, ich finde kein Buch über irgendeine Krankheit oder über irgendwas, ja. Wir gucken jetzt einfach mal, ob wir im oberen Viertel der Stadt vielleicht fündig werden. Vielleicht befindet sich da irgendwo vielleicht noch eine Bücherei oder so, in der ich was da finden kann. Aber hier muss ja irgendwo was in der Stadt sein. Ich muss doch irgendwas herausfinden können über diese komische Krankheit. Oh, hier wurde alles schon mittlerweile einigermaßen repariert. Oh, hier oben sind sie wohl wahrscheinlich noch dran. Das haben sie wohl noch nicht geschafft. Hier muss aber irgendwo doch ein Hinweis sein über diese Krankheit, die Tana hat. So, also hier sind wir jetzt im Thronsaal. Ich gehe jetzt mal hier ganz nach oben. Vielleicht befindet sich hier oben irgendwo was. Ja, ich glaube, da oben sind auch schon Bücherregale gewesen, oder? Nee. Hier oben wird gespeist. Mist, hier ist aber auch nichts, ne? Hier ist nicht irgendwo ein Bücherregal. Gar nichts. Meine Güte, wie soll ich das denn... Oh, mal gucken, ob der Kuchen... Oh, Schokokuchen, ah, lecker. Ah, ich muss mich aber jetzt konzentrieren. Ich muss irgendwie herausfinden, was hier vor sich geht mit Tana, was hier fehlt und wie ich das Ganze irgendwie heilen könnte oder so. Was haben wir denn da? Okay, da steht einfach nur ein Holzpferd. Das ist auch nicht so interessant. Hier, nee, da ist auch nichts. Ach, Mann, ey, wir müssen irgendwie... Irgendwo, irgendjemand muss mir doch hier helfen können in der Stadt, verdammt nochmal. Jetzt regnet es auch noch. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht hier in der Stadt sein von Menschen, die seit zig Jahren schon hier in dieser Gegend leben und die nicht wissen, was das ist oder so. Ich meine, das kann doch nicht sein, dass Tana die Einzige ist, die bisher mit dieser Krankheit irgendwie zu tun gehabt hat oder so. Oh, hier ist schon wieder so ein Auge Gaias. Alles deine Schuld. Oh. Aber du siehst auch... Er sieht auch so aus, als wenn er die Krankheit hätte. Kann das sein? Der sieht genauso aus, so ein bisschen wie Tana, ne? Guckt euch das mal an, der ist so blutverschmiert und alles. Aber, ey, ich glaube, das hat... Ist nicht. Ich habe echt keinen Plan, Leute. Ich lasse ihn mal lieber in Ruhe. Obwohl, nein. Was? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht, Leute. Ich guck noch mal in den Magierturm. Wir gehen noch mal in den Magierturm und gucken, ob wir da vielleicht was finden. Vielleicht ist da ja was in der... In der Bücherei oder so. Im Magierturm waren ja auch ein paar Bücher. Vielleicht werde ich da fündig und finde irgendwas heraus. Ich habe keine Ahnung. Ihr habt auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Hinweise mir in die Kommentare geschrieben. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich bin da bisher noch nicht auf irgendwas Brauchbares gestoßen. Hier ist doch Manfred. Ich weiß der was. Verschwindet. Ja gut, ich gehe ja schon. Meine Güte, ey, dass die alle so unfreundlich sind. So, dann gucken wir mal. Also hier ist nichts, ne? Nee, hier ist auch nicht so büchereimäßig. Ah, hier oben ist... Ah, ist hier was? Nein, da ist auch nichts. Hier haben wir ein kleines Ei, was rumsteht. Ah, okay. Nee, nee, nee. Dann gehen wir mal wieder runter. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo einen anderen Aufgang in der... Ja, da haben wir noch einen. Sehr schön. So, hier... Nee, hier ist auch nichts, ne? Da ist eine Kiste. Ey, so eine Kiste haben wir doch unten auch stehen, unterm Baum, ne? Die Kisten sind... Die sind verbunden. Ich habe die Sachen in die eine Kiste gelegt und hier sind sie auch drinne. Die Kisten sind irgendwie verbunden, Leute. Oh, hier sind Tränke. Okay, Tränke, Tränke. Alles Tränke über Tränke. Ah, hier ist ein Buch. Steht da vielleicht irgendwas drinne? Elfen, es gibt sie tatsächlich. Auf meinen Reisen habe ich immer wieder verschiedenste Geschöpfe gefunden. Ob Margolitz, Oger oder sogar Drachen. Aber die Geschöpfe, welche ich schon seit Jahren suche, durfte ich leider nie treffen. Bis heute. Ich werde niemanden verraten, wo es sie gibt.
Aber wer rein Herzens ist und wer für das Wissen zu opfern bereit ist, wird sie finden. Elfen? Okay, ist dieser komische Stein, ne? Der wird mir jetzt aber auch nicht viel helfen. Aber was haben wir hier? Ist aber auch nicht wirklich viel, ne? Hier ist gar nichts, ey. Ich meine, dieser Typ hier, dieser Magier, der ist doch, der muss das doch wissen, Mensch. Oh, ey. Ich habe jetzt auch in der Stadt schon alles, ne? Ich habe geholfen hier. Ihr habt das ja gesehen, oben die Treppe haben sie repariert, ja? Ich habe mich drum gekümmert, hier so ein bisschen die Löcher zu stopfen und so. Ich weiß ja auch nicht, warum die noch so sauer sind hier in der Stadt. Meine Güte, Siegfried, kannst du mir nicht verzeihen oder so? Und mit mir vernünftig... Hallo, sei gegrüßt. Wie kann ich dir behilflich sein? Hey, hallo, mein Name ist Kevin. Ich weiß ja nicht, ob du das weißt, Siegfried. Ich bin der König, der euch hier geholfen hat, mit der Stadt und euch befreit hat hier von der Tyrannei Gaias, weißt du noch? Und, ja, ich habe gerade ein kleines Problem. Und zwar, gestern wolltest du ja nicht mit mir reden. Anscheinend hast du dich jetzt anders, dazu entschieden, nachdem ich jetzt vielleicht geholfen habe hier ein bisschen in der Stadt. Und zwar meiner Frau, der geht es, also, ja, wie soll ich das erklären? Also meiner Frau geht es nicht so wirklich gut. Ich glaube, der fehlt irgendwas oder so. Deiner Frau geht es nicht gut? Was fehlt ihr denn? Gut, wie soll ich das erklären? Also, die ist, ich weiß nicht, wie ich das in den richtigen Worten erklären soll. Also, meine Frau, die ist quasi wie tot, aber sie lebt noch. Also, sie ist wie so eine lebendige Leiche. Und ihre Haut, das sieht alles so richtig komisch, so faulig aus. Das Fleisch fällt von den Knochen und... Also wirklich, sie sieht wirklich sehr krank aus. Und ja, sie sieht aus wie eine lebende Leiche. Um es mal so zu sagen. Sie sieht aus wie eine wandelnde Leiche? Das Fleisch fällt von ihren Knochen. Ich habe schon einmal von dieser Krankheit gehört. Das bedeutet nichts Gutes. Ich wüsste aber auch nicht, wie man sie heilt. Dazu müssten wir ein altes Buch in der Bücherei suchen. Irgendwo gibt es eine geheime Abteilung. Ich weiß nur, dass sie oben ist. Wo genau, kann ich aber nicht sagen. Dort gibt es ein Buch, in dem etwas über diese Krankheit steht. Wenn du es mir bringst, können wir vielleicht deine Frau heilen. Weißt, dass es eine geheime Abteilung gibt, aber du weißt nicht, wo sie ist. Gut, ich möchte gar nicht wissen, wie du davon erfahren hast oder sonst irgendwas. Es geht hier um meine Frau, um Tana. Ich werde dieses Buch besorgen, Siegfried, und du kannst dich darauf verlassen, dass ich dir dieses Buch bringen werde und wir auf jeden Fall dann meine Frau heilen werden, hoffentlich, ja? Okay, komm zurück, wenn du das Buch hast. Viel Glück. Ja, danke schön. Also ich werde auf jeden Fall jetzt gucken, dass ich dieses Buch finde, Leute. Ich habe nur keinen Plan. Das ist in einer geheimen Abteilung. Ich habe keine Idee, wo sich dieses Buch befinden soll, Leute. Ich habe auch keine geheime Abteilung oder so gesehen. Vielleicht meint er diese kleineren Räume, die dort sind oder so in der Bücherei. So, jetzt sind wir ja direkt eh hier. Dann können wir mal hier hochgehen. Ich mache jetzt mal hier zu. Das Problem ist, da gibt es nur einen einzigen, der noch da ist in der Bücherei. Ne? Auf den müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist dieser komische, ich glaube, Franzi. Ne? Ganz kurz gucken. Ja, der steht da. Eigentlich meint er hier oben ist das. Oben. Vielleicht meint er das aber auch hier oben. Geheime Abteilung. Entschuldigung, ich suche nach einer gewissen Abteilung. Können Sie mir vielleicht helfen? Zu Hilfe! Hier sind Fremde! Wie, ganz ruhig, Mensch, was ist denn los mit dir? Bleib doch mal ruhig, was ist denn... Ich meinte, das Buch hier? Haben wir hier? Nee, da steht nichts drin, ne? Da sind irgendwelche Symbole auf dem Tisch, keine Ahnung. Hier liegt gar nichts. Was haben wir hier? Hier ist auch... Okay, nee, hier wird, glaube ich, nichts sein. Hier wird nichts sein. Ne, dann gehen wir mal hier weiter. Hier vielleicht irgendwo was. Ah. Oh, guck mal. Oh, was ist das denn? Muss nehmen? Oh ja. Oh, da sind noch mehr von den Blöcken. Oh, die nehme ich aber mit. Oh ja. Sehr schön. Das fällt ja, glaube ich, nicht auf, wenn ich die Blöcke hier nehme, ne? Tut mir leid, ich bin König. Ich brauche Reichtum. So. Sehr schön. Haben wir jetzt ein paar schöne Blöcke hier. Oh, vielleicht ist das Oliver hier. Early Boy, ey, dass er diese Schriften entweihen muss. Mit seiner hässlichen Schrift. Meine Güte, was haben wir hier? Basti war hier. Oh, und Basti auch noch. Geheime Abteilung, wo soll die denn sein, bitte? Hier haben wir nur ein Schild. Geht's auch nicht weiter. Auch nicht. Aber Moment mal, wartet mal, hier hinten, guck mal. Hinten sind so dunkle Blöcke. Vielleicht geht's da irgendwie in die geheime Abteilung. Ich baue das jetzt mal auf. Ah, ist hier vielleicht was? Nee, jetzt gar nichts. Die hier auch nur Spinnenweben. Über Spinnenweben. Und hier geht's nirgendwo weiter. Ich weiß nicht, wo so eine geheime Abteilung sein soll. Die muss doch irgendwo hier
sein, wenn der Siegfried mir schon sagt, dass sie hier ist. Jetzt wird es auch noch dunkel draußen. Ja, super. Vielleicht brauche ich irgendwie eine Fackel oder so, um ein bisschen hier alles auszuleuchten oder so. Ich meine, in den Räumen ist es auch sehr dunkel hier, ne? Man sieht hier kaum was. Also hier scheint irgendwie... Na gut, das Loch habe ich jetzt gerade selber angelegt. Okay, dann gucken wir nochmal hier. Vielleicht haben wir hier irgendwie was. Nochmal hier ausleuchten. Da oben ist eine Leiter. Da oben ist ein... Da ist ein Bücherregal. Da scheint es irgendwie weiterzugehen, Leute. Da ist irgendwas. Irgendwas ist hier oben. Ich muss die Spinnenweben entfernen. Kann ich das mit der Hand... Ja, kann sie mit der Hand auf jeden Fall wegmachen. Da oben scheint auf jeden Fall irgendwas zu sein, Leute. Ich habe zwar keine Ahnung, was da genau ist. Ja, das dauert aber ganz schön, die Spinnenweben mit der Hand zu entfernen. Ey, die sind auch wirklich sehr klebrig und oh, die halten gut was aus. Ey, was das für eine Spinne wohl gewesen sein muss, die hier hingemacht hat. So, mit dem Hammer geht es ein bisschen schneller. Dann gehen wir mal hoch hier. Hallo? Ist hier oben jemand? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Boah, hier sind so viele Bücher. Hier sind so viele Bücher. Da ist auch eins. Richterin Barbara Salech. Okay, alles klar. Scheint irgendwie was über Rechtswesen oder so zu sein. Keine Ahnung. Könnten wir vielleicht genau für unsere Stadt gebrauchen, ja? Die vier Handelswege. Der gute Handel. Ach, das sind alles so Bücher, die ich hier nicht brauche, ja? Meine Güte, ey. Geschichten aus dem Bauernhof. Ne, das brauche ich auch nicht. Oh, meine Güte, hier sind so viele Bücher. Also das hätte mir Siegfried ja gleich sagen können, Leute, dass hier dann so eine riesen Bücherabteilung ist. Ich weiß doch nicht, wo ich dieses verdammte Buch finden soll. Ich habe doch gar keine Ahnung, was der genau für ein Buch meint. Ich meine, guckt euch das doch mal an. Hier sind tausende Bücher, bis ich das gefunden habe, was er meint. Der hätte mir ja wenigstens sagen können, was das für ein Buch ist, ja? Ich habe doch keinen Plan, ey. Was soll das denn? Hier sind auch noch Bücher, hier auch Bücher über Bücher. Was haben wir hier? Oh, da sind auch noch Bücher. Nee. Nee, da sieht nichts irgendwie nach einem Buch aus, was über Krankheiten oder so handelt. Keine Ahnung, ey. Ja, hier haben wir... Okay, was haben wir da? Pareat Diabolus. Keine Ahnung, was das für ein Buch ist. Klingt ein bisschen komisch. Lesen kann ich es jetzt nicht unbedingt. Das scheint irgendwie in einer geheimen Sprache oder so zu sein. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich glaube, wir nehmen dieses Buch und dann bringen wir das Buch Siegfried. Oh Gott, wo ist denn der Ausgang hier? Oh Gott, wo bin ich denn hier hochgekommen? Ich nehme einfach mal das Buch jetzt mit, Leute, weil das hier gerade in diesem Halter war. Er sagte ja, dass es hier ein altes Buch gibt. Vielleicht hat er sich zuletzt damit beschäftigt und wusste noch deswegen Bescheid, dass es dieses gibt oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir müssen herausfinden, was mit Tana nicht stimmt. Und hier helfen. Ah, hier ging es runter. Ich werde das Buch einfach mal zu Siegfried bringen und dann werden wir sehen, was los ist, ob das klappt oder nicht. Und ja, dann hoffe ich, dass wir da einfach mehr rausfinden über diese ganze Geschichte, ja. Also, ich mache mich jetzt auf den Weg zu Siegfried, werde ihm das Buch überbringen und dann bin ich mal gespannt, was der dazu sagt. Und wir, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, nämlich morgen in der nächsten Folge von Minecraft Empire. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank. Ich verbeuge mich vor euch, Leute. Vielen Dank für euren mega, mega krassen Support in der letzten Zeit. Also, so momentan macht die Storyline anscheinend euch super viel Spaß. Ich möchte auch nochmal an der Stelle sagen, ja, es geht gerade langsam los und Stück für Stück pro Folge, weil ich möchte aus dieser ganzen Geschichte, die sich jetzt um diese Krankheit und so bildet, was wirklich Geiles machen. Ich habe da richtig coole Pläne. Ich kann euch nur sagen, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend weitergehen in Kürze. Und die Geschichte entwickelt sich jetzt gerade. Also es beginnt gerade der Auftakt von etwas ganz, ganz Krassem. Und ja, ihr werdet in Kürze erfahren, was genau hier nicht stimmt. Und ja. Vielen, vielen Dank für euren Support auf jeden Fall auf die Folgen. Wenn euch die gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von Empire, könnt ihr natürlich gerne rein abonnieren, sofern ihr es noch nicht getan habt. Und denkt dran, heute um 19 Uhr gibt es Empire auf www.twitch.tv/gtimetv. Wir werden heute schön Empire im Livestream zocken. Ich werde ein bisschen die Handelsroute weiterbauen. Und vergesst auf jeden Fall nicht den Legend-Zugang, den Gratis-Zugang, ja? Einfach in der Videobeschreibung ganz oben auf den Link gehen. Da könnt ihr dann auf den Shop gehen im Legend auf der Homepage. Und dann könnt ihr da ganz oben im Shop quasi eure kostenlose Testversion aktivieren für 24 Stunden. Das haben schon sehr, sehr viele gemacht. Und viele Leute, die auf dem Server gratis gespielt haben, haben sich danach entschieden, weiter da zu bleiben. Kann es nur empfehlen, weil was verlieren könnt ihr nicht, ne? Es ist umsonst. Guckt ihn euch einfach an und dann könnt ihr ja sehen, ob der Server euch gefällt oder nicht. In Kürze gibt es auch die Info wegen dem Quest-System, denn das wird jetzt auch bald bewiesen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.